Und da ist zum Beispiel die Schehada, das Märtyrertum. Und wie gesagt, da ist uns auch egal, ob die vom Verfassungsschutz Salto schlagen oder irgendjemand anders. Interessiert uns alles nicht. Sagt er über Sumeya, Sumeya oder Ali Yasir und ihr Mann Yasir, ja, und Ammar, die wurden gefoltert. Gefoltert wegen dem Islam. Wegen dem Islam wurden die gefoltert. Alle drei. Auf die schlimmste Art und Weise. Und es gibt verschiedene Überlieferungen darüber, wie sie jetzt genau gestorben ist. Manchmal steht, dass ihr ein Speer in das Geschlechtsteil reingestochen wurde. Manchmal steht, ihr wurde ins Herz reingestochen. Ja. Auf jeden Fall, was für uns wichtig ist, diese Leute wurden gefoltert für die Religion. Und es gibt, wie gesagt, in der Sira viele Überlieferungen über diese Geschichte. Einmal steht, sie wurde an den Haaren aufgehangen. Manchmal steht, sie lag auf dem Boden und so weiter und so fort. Ja? Und das war nicht Abu Lahab, der sie getötet hat, sondern Abu Jahl. Da habe ich mich beim letzten Mal mit vertan, als ich das erzählt habe. Das heißt, Abu Jahl hat sie getötet. Warum? Weil sie den Glauben an den Islam nicht aufgegeben hat. Aber war das eine Niederlage gewesen? Nein, das war keine Niederlage, das war ein Sieg. Denn Allah sagt im Koran: وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي Denke nicht, dass die, die auf dem Weg Allahs getötet wurden, tot sind. Bel ahya, sondern sie sind lebendig. Bei ihrem Herrn. Und das ist eine der größten Belohnungen, die es gibt, dass jemand für Allah stirbt. Nicht das nochmal für die Leute. Wir reden nicht von Terrorismus, wir reden dafür, dass jemand für die Religion stirbt. Wie zum Beispiel Sumeyya. Wurde gefoltert. Sie wurde gefoltert und glaubt es mir, die Geschichte wiederholt sich. Und irgendwann, wenn du standhaft bist, ja, diejenigen, die am besten sind, kriegen die größte Probe. Das sagt der Prophet, dass die Propheten, die größte Probe kriegen. Es gab Propheten, die getötet wurden. Und schau dir das Leben des Gesandten Allahs an. Beschimpft, boykottiert, vertrieben, Mordversuche, vergiftet. Alles Mögliche ist ihm geschehen. Wir gehen weiter. Das war ein Sieg. Dieses Märtyrium war ein Sieg. Und das ist eines der größten Siege. Das heißt, das erscheint uns wie eine Niederlage, ist aber in Wirklichkeit ein Sieg. Ein Sieg. Und Allah sagt im Koran: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Und diejenigen, die auf dem Weg Allahs sterben, so wird er ihre Taten nicht vergehen lassen. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Und ihr wird sie recht leiten und wird ihren Gemütszustand verbessern. Das, was Allah sagt. Alhamdulillah, und möge Allah uns festigen. Und wir sagen nicht, wir sind bereit, auf dem Weg Allahs zu sterben oder für Allah zu sterben, sondern wir sagen, weil wir wollen uns nicht selber loben, wir sagen, möge Allah uns standhaft machen. Möge Allah uns bereit machen. Das zweite ist, dass jemand für Allah stirbt. Das ist ein kleiner Unterschied. Jemand stirbt für Allah und durch seinen Tod verbreitet sich die Botschaft. Welches Beispiel haben wir da? Was? Malcolm X hat sich durch seinen Tod die Botschaft verbreitet? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht so drüber unterrichtet, weil meiner Meinung nach, bitte, Bruder, bitte, das ist unheimliche Unruhe, macht das, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Es gibt eine Geschichte von einem Zauberer und einem Jungen. Und die Geschichte ist etwas länger, die werde ich auch demnächst mal in der Vollversion erzählen. Aber prinzipiell hat dieser Junge Karamat gehabt. Karamat, der hat Leute mit der Erlaubnis Allahs geheilt, wundersam geheilt und so weiter. Und daraufhin haben die Menschen, hatte der König Angst gehabt, dass jemand anders sozusagen neben ihm angebetet wird und dass Allah verehrt wird. Und es hat dann dazu geführt, dass er diesen Jungen umbringen wollte. Das heißt, der Mann, dieser Mann hatte einen Freund, der war blind gewesen. Und dieser blinde Freund ist dann zu dem Jungen gegangen und der Junge hat ihn mit der Erlaubnis Allahs geheilt. Und als er dann später
zu dem Jungen, zu dem König gegangen ist, dieser Freund vom König, dann hat sie ihm gesagt, ja, Allah hat mich geheilt. Dann sagt er sinngemäß, wer hat dir erlaubt, an ihn zu glauben und so weiter und so fort. Und er hat dann den Mönchen, der den Jungen unterrichtet hat, getötet, in der Mitte durchgeschnitten. Und er hat diesen in der Mitte durchgesägt und er hat diesen Mann, seinen Freund auch getötet. In der Mitte durchgesägt, aber die haben trotzdem am Islam festgehalten. Dann hat er den Jungen genommen und er hat er nicht in der Mitte durchgesägt. Warum nicht? Er wollte ihn ja weiter unterrichten, dass er dann nachher der Zauberer wird. Und er wollte, dass er aufhört mit seiner Sache. Also hat er ihn genommen und wollte ihm Zeit geben, zurückzukehren und zu sagen, alles klar, ich gebe meinen Glauben auf. Und er hat ihn hoch auf einen Berg geführt und die Leute sollten ihn runterwerfen vom Berg. Auf den Berg, das heißt, die sind erstmal einen Schritt gegangen, auf den Berg. Und unterwegs hast du ja die ganze Zeit, über deine Sache nachzudenken und du siehst plötzlich, der Berg wird immer höher und die wollen dich runterwerfen. Und dann, als er auf dem Berg war, macht er Dua. Allahumma kfinim bimashit. O Allah, genüge mir gegenüber mit was du willst. Und dann sind die vom Berg runtergefallen. Dann kam er runterspaziert zum Mann, ging zurück. Hat gesagt, ja, was passiert ist? Dadurch, das hat sich dann rumgesprochen, davon geht man aus. Dann hat er ihn aufs Meer geschickt. Mit Leuten aufs Meer und die sollten ihn ins Meer reinwerfen, dass er trinkt. Und dann, als sie auf dem Meer waren, hat er gerufen, hat er Dua gemacht. Allahumma kfinim bimashit. O Allah, genüge mir ihn gegenüber mit was du willst. Und dann sind die vom Boot gefallen ins Meer und sind ertrunken. Und er kam wieder zurück an Land. Und dann hat er zu dem König gesagt, König, mache Folgendes. Pass auf. So, jetzt war er beim König. Jetzt war er beim König gewesen und der König, er sagt zu dem König, pass auf König, ich gebe dir eine Möglichkeit, wie du mich töten kannst. Er sagt, sammel, ja kommt ruhig rein, mach ruhig ein bisschen Platz für die Brüder. Ich gebe dir eine Möglichkeit, wie du mich töten kannst. Sammel die ganzen Leute. Oh wei, stell dir mal vor, wir hätten jetzt seit einer Woche Werbung im Internet gemacht. Die Barmherzigkeit ist die... Ja, Alhamdulillah. So. Als er dann zurückkam zu dem König, sagte der Junge zu dem König, sammel alle Leute in deinem Volk und ich zeige dir, wie du mich töten kannst. Du bindest mich fest an einen Baum und spannst einen Bogen und sagst, im Namen Allahs, des Gottes von diesem Jungen. Und dann schießt du den Pfeil ab. Und diese Geschichte mit dem Berg und mit dem Schiff, das hat sich wahrscheinlich vorher schon verbreitet. Und es hat sich auch vorher schon verbreitet, dass dieser Junge dort Kranke geheilt hat mit der Erlaubnis Allahs. Und jetzt spannt er den Bogen und schießt den Jungen mit dem Pfeil und der Junge stirbt. Und er sagt dann im Namen Allahs, des Gottes von diesem Jungen. Was ist dadurch passiert? Alle haben den Islam angenommen und an Allah geglaubt. Warum? Weil sie gesehen haben, im Namen Allahs hat es funktioniert. Vorher auf dem Berg, auf dem Schiff, als sie ihn töten wollten, haben sie ihn nicht töten können. Aber jetzt ist er gestorben. Und alle haben jetzt geglaubt. Jetzt, was hat der Junge gemacht? Der hat sein Leben geopfert für diese Botschaft. Er hat gesagt, sammel alle Leute. Der hat nicht gesagt, wir machen ein bisschen geheim. Der hat gesagt, alle sammeln. Weil er wollte, dass alle Menschen was von der Botschaft mitbekommen. Das war seine Eigenschaft. Und was ist passiert? Er ist getötet worden und die Menschen nachher, haben, die da gekommen sind, haben so gut wie alle geglaubt. Und dann hat der König einen Graben graben lassen und hat dort Feuer reingemacht und hat sie alle verbrennen lassen, die geglaubt haben. Alle hat er verbrennen lassen, die geglaubt haben. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle sind verbrannt. Was ist das verbrannt werden? Ist das ein Sieg oder eine Niederlage? Sieg. Für uns auf den ersten Blick
Niederlage. Aber Allah sagt was dazu? Er sagt dazu im Koran, Surat al-Buruj, die Geschichte ist in Surat al-Buruj, sagt er dazu, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Dies ist der große Erfolg. Dies ist der große Erfolg, wenn du gestorben bist, standhaft auf deiner Religion. Aber Brüder, man muss leider sagen, heute, wer ist schon standhaft auf seiner Religion? Viele Leute, die sind noch nicht mal standhaft auf ihrer Religion beim Arbeitsplatz, geschweige, wenn ihnen gedroht wird, verbrannt zu werden. Ich meine wirklich, es ist eine Kunst, standhaft zu sein, wenn man verbrannt wird oder gefoltert wird oder was auch immer. Aber heutzutage, die meisten, die sind noch nicht mal standhaft, wenn es um 3,50 Euro geht. Ja, die würden sogar auch ihre Religion verraten, damit sie 50 Euro mehr verdienen. Und dass so kein Sieg kommt, ist klar. Da kann man lange über die Straßen laufen und Palästina schreien, so wird nie was verändert. Allah sagt im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird die Lage eines Volkes nicht ändern, bis sie sich selber ändern. Und hier fängt die Änderung an. Was hatten diese Leute wieder gehabt? Glaube. Standhaftigkeit. Gehorsam. Allah gegenüber. Und einen riesen Niederschlag. Aber wieder dieselben Eigenschaften. Die haben wir überall, sehen wir bei dem Sieg dieselben Eigenschaften. Und wann kam der Sieg? Das heißt, dass die Leute den Islam angenommen haben? Nach dem Niederschlag, nachdem er gestorben ist.